Hi Leute, willkommen zum neuen Video. Heute gibt es den dritten Teil der Lagerbaureihe. Eineinhalb Bände fehlen noch, dann sind wir eigentlich auch fertig damit. Und heute wird, tada, meine neue Pfanne eingebrannt und eingeweiht mit Bratkartoffeln und Speck. Ja, und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. So, ihr seht, die Wand habe ich gestern noch gemacht. Habe ja gesagt in dem Update-Video, damit das Video heute nicht so lange geht. Die Wand habe ich angefangen. Und hier kommt noch eine Wand hin. Dann ist das Lager fertig. Wir gehen jetzt gleich erstmal Holz suchen, weil hierfür brauchen wir wieder längere Sachen. Dafür etwas kürzere. Ich habe aber eine super Stelle gefunden, wo ziemlich viele Birken rumliegen. Die müssten eigentlich ideal sein. Die müssten eigentlich passen von der Dicke her, von der Länge her. Müsste das ja heute etwas zügiger vorangehen. Naja, und bevor ich es vergesse, ich hatte ja im zweiten Teil angekündigt, dass ich hier eine Rückenlehne bauen möchte, damit man sich auch mal schon mal anlehnen kann. Da muss ich aber noch überlegen, wie ich das mache, weil sehr viele Wurzeln im Boden sind, Steine teilweise auch. Und ja, für die Wände das ein bisschen reinzukloppen, ist das okay, das hält. Aber wenn man sich da wirklich anlehnen möchte, muss ich hier eine stabilere Konstruktion finden. Die Äste müssen viel tiefer an den Boden gehauen werden, die Stämme, dass man sich auch wirklich dagegen lehnen kann, ohne dass das dann zusammenfällt, das Ganze. Das werde ich dann in einem anderen Video mal machen. Und ja, wie gesagt, wir legen jetzt mal los. Wir holen uns jetzt mal die Bäume hier ran. Es fehlen uns nur noch Stämme für die Pfosten. Die sollten auf jeden Fall nicht dicker sein als der oder der Ast. Die gehen dann halt leicht an den Boden. Und hält ja auch genauso gut. Ich gehe jetzt mal da gucken. Jasmin ist gerade schon da am Hantieren. Ja, bis jetzt läuft's gut. Dieses Zeug hier, wenn das trocken ist, das brennt wie Sau. Das ist auf jeden Fall auch super Zundermaterial. Wenn man sowas findet, mitnehmen. Ich werde das auch an die Seite legen, trocknen lassen. Ja, ich glaube, ich habe aber schon. Es reicht für die Pfosten, Schatzi. Thank you.
Ja, ich habe gerade mal auf die Schnelle eine Garderobe gebaut, wie ihr seht. Ein Ast mit vielen abstehenden Ästchen. Ein Querbalken da dran gemacht, einen hier gemacht, damit das auch richtig hält. Und zack, kann man da seine Sachen dranhängen. Funktioniert auf jeden Fall. Hier habe ich auch schon eine gute Idee, und zwar werde ich hier vor dieser Wand ein Regal bauen, wo man dann auch diverse Sachen ablegen kann. Pfanne, Töpfe, Teller, Nahrungsmittel, all so ein Kram. Ich werde das so ungefähr auf die Höhe machen, mit einem oberen Fach und einem unteren Fach. Das werde ich dann quasi im Prinzip genauso machen wie hier. Ich nehme zwei Pfosten, mache dann vier oder fünf, je nachdem wie dick die sind, nebeneinander, bind das alles fest. Einmal oben, einmal unten, Regal fertig. Heute werde ich das aber nicht mehr machen. Das wird dann irgendwann in naher Zukunft passieren. Ich muss erstmal gucken, wir müssen erstmal gucken, dass wir heute die Wand fertig kriegen. Wir haben jetzt schon, ich glaube, wie viel waren das? Fünf, sechs Bäume hier reingeschafft. Und jeder Baum ergibt eine, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich komme jetzt nicht drauf. Wir haben jetzt gerade mal vier. Und sechs bis sieben müssen wir noch. Und so langsam gehen uns die toten Bäume aus. Ja, müssen wir mal gucken. Vielleicht schieben wir auch gleich schon mal erst das Essen vor, weil das dauert ja auch seine Zeit mit dem Einbrennen und Essen, weil mir knurrt auch so langsam der Magen. Und dass wir das dann eventuell danach weitermachen. Na, ihr seht das. 1, 2, 3, 4. Das heißt, nochmal 4, 5, 6, 7. Ja, so 7. Dann hat es halt ungefähr die Höhe. Das reicht dann auch. Und dann wäre das Lager auch soweit fertig. Wie gesagt, da kommt auf der Seite noch das Regal hin. Das mache ich noch. Ja, mit der Garderobe, die Idee habe ich auch schon ein paar Tage im Kopf gehabt. Habe ich jetzt auf die Schnelle umgesetzt. War eine Sache von 5 Minuten, 10 Minuten. Hier wird dann immer der Hobo angemacht. Dann kann man immer schön da so seine Sachen holen, machen und tun. Hier kommt auf jeden Fall auch noch dann, wenn die Wand steht, eine Sitzbank hin. Dann kann man schön rundherum hier sitzen und es sich gemütlich machen. Ja, soweit so gut, würde ich sagen. Von hier. Das ist auf jeden Fall, weil was, wenn die unten braten? So, also ich habe mir ein paar
YouTube-Videos dazu angeschaut, weil ich das selber noch nie gemacht habe. Ich bin noch Eisenpfannenjungfrau, das sollte ich natürlich jetzt ändern. Dann mache ich das mal so, wie ich das gesehen habe. Als erstes gut mit Öl. Ganz schön einreiben. Öl zugeben. Ich habe jetzt schon geguckt, dass der Obe extra gerade steht. Und dann Kartoffelschalen mit rein. So, mach ich den. Und das Ganze soll man jetzt so lange braten lassen, bis die Kartoffelschalen richtig schwarz sind. Und dann soll es auch schon fertig sein, dann kann man die schon benutzen. Und umso öfter man die benutzt, umso besser wird die Patina, heißt das. Und umso weniger klebt dann das Essen an der Pfanne. Okay. Der brennt mittlerweile auch richtig, das ist gut. Und zurzeit ist das Holz hier überall sehr feucht. Ich habe schon geguckt, dass ich sehr trockenes finde. Einige machen das ja auch im Backofen, geht ja auch, aber da habe ich dann gelesen und gehört, dass ja, man sehr viel Rauchentwicklung hat. Und ich finde, über ein Hobo, über offenes Feuer, finde ich es einfach besser, vor allem, weil wir den ja auch direkt danach einweihen wollen, hat irgendwie was. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das alles klappt und alles gut geht. Aber viel falsch machen kann man da ja eigentlich auch nicht, ne? Also aber ihr dürft nicht vergessen, ich bin blond.
So, wenn die Kartoffeln jetzt auch noch so angebrannt und schwarz sind, dann soll es eigentlich fertig sein. So, und jetzt müsste es eigentlich fertig sein. Wo ist denn mein Brett? Da lagen die Kartoffelschalen drauf. Na, die Rückseite bitte, sonst habe ich alles schwarz auf dem Boden. Ich denke, ich habe es richtig gemacht. Und die es schon mal gemacht haben, müsste richtig sein, oder? Im Video sah es zumindest auch so aus. Und dann werden wir jetzt mal lecker Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck machen. In der Beilage auf dem Zettel stand, dass es bei den ersten Malen dazu kommen könnte, dass man einen leicht metallischen Geschmack hat. Ich bin mal gespannt. Aber wir machen uns jetzt erstmal lecker, lecker Bratkartoffeln mit Zwiebeln und Speck. Gespannt aufs erste Essen warten in der neuen Pfanne. Mal schauen, ob das dann wirklich so metallisch schmeckt, wie beschrieben. Riecht ein bisschen damit rein, ne? Ich glaube, das ist aber das Holz, was so komisch riecht. Das raucht auch so, wo die Pfanne nicht drauf war. Ja? Riecht nicht gut. Ja. Soll brennen, soll gut brennen, nicht gut riechen. Soll ich dir Platz machen? Wieso? Kannst du lange hier rübersetzen?
Bratkartoffeln waren 1A, die waren super lecker und einen metallischen Geschmack konnten wir jetzt auf jeden Fall nicht feststellen. Nee, ne? Die Pfanne ist auch richtig, richtig gut. Also ich denke mal, die wird jetzt öfters zum Einsatz kommen. Gut genährt und gestärkt geht es jetzt weiter mit der Wand, damit die auf jeden Fall heute noch fertig wird. Hier vorne direkt zwei Bäume, die stehen zwar noch, sind aber tot. Sehen auf jeden Fall ziemlich perfekt aus für mein Vorhaben. Die hole ich mir jetzt. Ein bisschen breiter, das muss ich jetzt erstmal wieder zusammenziehen, enger machen. Jetzt liegen die nebeneinander, nicht aufeinander, das will ich ja nicht. Aber ich merke, im Gegensatz zu vor dem Essen, ich habe jetzt wieder richtig Power und Energie. Also so deftiges, fettiges Essen ist eigentlich echt das Beste, was man zu sich nehmen kann, wenn man solche Arbeiten verrichtet. Weil es ist anstrengender, als es aussieht teilweise, muss man auch mal sagen. Und ja, so solche Sachen werden wir auf jeden Fall jetzt mal öfters machen. Die Pfanne wird sowieso jetzt sehr oft zum Einsatz kommen. Ich bin echt super begeistert davon. War auch sehr, sehr lecker. Man hat auch wirklich den Unterschied gemerkt zu so einer Haushaltspfanne. Im einen Video hatten wir ja die Haushaltspfanne benutzt, weil ich ja die noch nicht hatte.
Und klar, das erste Mal auch lecker, auf jeden Fall. Aber man merkt doch schon einen Unterschied. Ja, auf jeden Fall. So, ich gucke, dass ich das jetzt hier mal ein bisschen enger zusammenbinde, damit das nicht die ganze Zeit nebeneinander fällt. Sonst brauche ich ja nochmal das Doppelte anstemme oder das Dreifache anstemme. Jo, dann mache ich jetzt mal weiter. Tada, Lager fertig. Wand steht. Klar, man könnte es noch ein bisschen höher machen, aber für unsere Zwecke reicht das. Die Wand ist auch fertig. Als nächstes, wie gesagt, kommt dann noch hier so ein Regal hin, dass man seine Sachen da drauflegen kann. Zum Glück sind wir heute fertig geworden. Zwischendurch mal kurz einen Durchhänger gehabt. Ne? So, die Schlepperei, das ist echt Wahnsinn, das denkt man gar nicht. Ja, ihr kennt das Spielchen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, Kanal abonnieren, wenn das noch nicht gemacht hat. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.